Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Need for Speed mit mir im Partizan LP. Wir sollten ja. Sollten wir nicht mit dem Porsche fahren? Ah, da, Gegenstand kaufen. Ja, es ist der Porsche, den bekommen wir für. Ja, für umsonst. Und mit dem sollen wir jetzt fahren. Dann mal raus. Ich gehe auf maximalen Grip für knackige, saubere Linien. Super Speed Spike. Jetzt sind wir mit dem Porsche unterwegs. Okay, was sollen wir jetzt machen? Dam, dam. Ah, da soll man hin. Geht der besser als meiner? Ich weiß es nicht. Hab nicht unbedingt das Gefühl. Aber er bekommt extrem schnell Grip. Driften ist nicht so. Gut, mal sehen, ob du bereit bist, mit so einem Wagen umzugehen. Da bin ich auch gespannt, Kleines. Normalerweise gegen ihr Auto müssten wir gewinnen. Wenn da der Lieferwagen nicht gewesen wäre. Warum ist sie so fucking schnell? Schaut euch den Scheiß an, ey. Boah, fuck. Oh Gott, Event neu starten. Da ging es dann nur noch geradeaus und nicht mehr in die Kurve rein. Gut, mal sehen, ob du bereit bist. Fährt sich nicht so geschmeidig, das Auto. So viel kann ich euch schon mal verraten. Vorher bin ich hier da einfach weggezogen. Diesmal ging das nicht. Aber aufpassen. Oh, fahr doch in die Kurve rein. Junge, Junge, Junge. Es ging schon besser, aber das Nitro lädt sich nur auf. Oh. Wenn ich Punkte sammel. Es ist nicht so wie bei meinen Nitro-Einspritzungen, dass sie dich mit der Zeit auffüllt.
Wow. Schaut euch das an, wenn man der Spur folgt, alles für den Arsch. Boah, fuck. Willst du mich komplett verarschen? Die crasht mir da hinten rein. Sie weiß doch, von wem das Auto ist. Das war herrlich knapp. Was ist denn das für ein blauer Pfeil? Ach, das ist Amy, ich bin der blaue Pfeil. Na, hat dir das gefallen? So. Dann wollen wir aber wieder zurück zur Garage und ich will wieder mein Auto. Beziehungsweise schauen, wie viel Kohle ich habe für den Ferrari. Der natürlich jetzt auch nicht so schlecht wäre, meine Freunde. Der wäre auch nicht schlecht. Ich habe 120.000. Ah, fehlt noch ein bisschen. Und dann fahren wir wieder mit der gewohnten Karre herum. Unterschätze niemals, wie wichtig es ist, dein Handling abzustimmen. So. Dann fahren wir da zu Robin. Gefällt mir auch vom Sound besser. Robin, du kannst es nicht allen recht machen. Ich weiß. Aber ich will deine Gefühle nicht verletzen. Lass uns später darüber reden. Also, Noob, hörst du? Travis hat was für uns. Vielleicht was Großes wie beim letzten Mal, hm? Also, Ames, treffen uns später. Reden über das Problem. Ja, klar. Ich kümmere mich drum und melde mich bei dir. Cool. Bis später. Okay, Mann. Schieb deinen Hintern zur Garage. Travis ist wohl da und meditiert. Als erster fahren wir noch das Rennen mit Amy. Und wen will sie nicht verletzen? Um was geht es da? Bitte keine Liebesstory in einem Rennspiel. Das wäre so fürchterlich. Das wäre so anstrengend. Ah, da geht's lang. So kann ich mich auch drehen. Was ist denn mit der Kamera los? So, das ist meine Kamera. Bergstrecken. Hat sie schön abgesteckt immer.
schön vorbeigedriftet. So gehört es sich. Und ich mag diese Morgenstunden-Atmosphäre, weil man ein bisschen mehr sieht. Danke sehr. Danke sehr. Sehr sympathisch, dass mit der natürlich wieder in die Karre gefahren ist. Kann auch gar nicht einschätzen, ob ich schnell unterwegs war. Ich habe ja vorher einen 360 gemacht. Der war sicherlich nicht vorteilhaft. Ich bin nur froh gewesen, dass mit der jetzt da nicht reingefahren ist. Könnte knapp werden. Wobei ich hab, nee, ich hab komplett genug Zeit. Ich habe mich vorher nur verschaut. Es geht sich sogar so locker aus. War aber auch ein leichtes Rennen. Ah, jetzt bin ich da einem reingefahren. Ein Taxi. Dann springen wir jetzt dann zurück zur Garage, würde ich sagen. So, und schau mal, was denn Travis für uns hat. Auf die Balance. Fang mit der Seele an und der Körper folgt, Bruder. Sieh dir die Wagen an. Immer sieht man nur die Wissenschaft, die Konstruktion. Verbesserung brauchen eine Vision. Du musst ein Künstler sein. Und wie jeder respektable Künstler fangen wir innen an. Das Herz ist der Motor und ist das Tuning des Motors erstmal perfekt. Konzentrieren wir uns auf die Verbindung zum Asphalt. Travis hat Verbindung zu einem Spezialisten. Top-Tuning-Teile für die fehlenden 10%. Ich habe Nakai-san mal einen Wagen bauen sehen. Er brauchte 4 Stunden nur für einen einzigen Kotflügel. Leute kamen und gingen. Die meisten erkannten nicht mal die Perfektion. Aber bei Nakai-san war jedes Blech ein Pinselstrich. Ein Meisterwerk. Genau aus dem Grund wird er niemals kommen. Keine Sorge, er wird kommen. Na hoffentlich. Mein Auto ist doch mega geil. Und da sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal wieder. Ich sag wie immer, danke fürs Zusehen. Euer Partian LP. Tschüss Leute.